Tarotkarten. Seit Jahrhunderten von Jahren streben Menschen mit diesen geheimen, okkulten Symbolen danach, die Mysterien der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zu entschlüsseln. Dieses mystische Werkzeug der Weissagung gibt es auf der ganzen Welt in den mannigfaltigsten Formen. Doch die wahrhaft größte magische Anziehungskraft haben die Rider-Waite-Karten, die schon Millionen von Menschen fasziniert und verzaubert haben. Welche tiefen, dunklen Geheim... Okay. Weniger dramatisch gesagt, woher kommen eigentlich diese Karten? Und welche Rolle spielt eine okkulte Feministin mit übernatürlichen Kräften bei all dem? Diese Tarotkarten kennt jeder aus Filmen, Spielen oder der Werbung. Ausgedacht hat sie sich der okkultistische Autor A.E. Waite. Herausgegeben wurden sie von der Rider Company zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Spiritismus und Geisterbeschwörungen so im Trend waren wie heutzutage TikTok und Fortnite. Alles begann bei einem Treffen einer gruseligen okkulten Vereinigung, wer kennt das nicht? Im sogenannten Hermetischen Orden der Goldenen Dämmerung traf Waite eine Künstlerin mit berüchtigten psychischen Fähigkeiten, Pamela Coleman Smith, auch bekannt als Pixie. Waite war verrückt nach ihr und ihren Zeichnungen. Sie war die Richtige, um seinen Karten Leben einzuhauchen. Pixie war ein Star in okkulten Kreisen, nicht nur wegen ihrer Kunst, sondern auch wegen ihrer Begabung. Dieses Talent würde man heutzutage einfach Synästhesie nennen. Dabei verarbeitet das Gehirn einen Sinnesreiz mit mehreren Sinnesorganen. Man verbindet Emotionen mit bunten Farben oder schmeckt gewisse Töne. Genies ihrer Zunft wie David Hockney, Hans Zimmer und Billie Eilish haben das auch. Dank ihrer Synästhesie konnte Pixie Musik visualisieren. Sie sah darin komplexe Bilder und Symbole. Zu der Zeit dachten Leute, das wären übernatürliche Fähigkeiten. Aber wie landete Pixie überhaupt in diesen okkulten Kreisen? Ihre Faszination für Mythen und Sagen begann, nachdem sie als Kind mit ihrer Familie von England nach Jamaika zog. Jahre später beeindruckte sie ihr europäisches Publikum mit Nacherzählungen dieser jamaikanischen Legenden mit einem selbst aus Papier gebastelten Puppentheater. Der Erfolg dieser Geschichten inspirierte sie auch dazu, ihre eigenen Bücher zu schreiben und zu illustrieren, wie zum Beispiel die Anansi Stories, eine Sammlung von Geschichten über den gerissenen Gauner Anansi, eine bekannte Figur aus karibischen und westafrikanischen Mythen. Als Illustratorin arbeitete Pixie daraufhin auch für große Autoren wie Bram Stoker, William Yeats oder Henry Irving. Außerdem war sie die erste Nicht-Fotografin, die einen Platz in der legendären Ausstellung 291 von Alfred Stieglitz in New York bekam. Aber ganz so einfach war das alles nicht. Für diese hart erarbeiteten Erfolge musste Pixie als Künstlerin ihr ganzes Leben lang gegen Rassismus und Sexismus ankämpfen. Sie setzte sich für die damalige Frauenbewegung ein, vor allem durch ihr Mitwirken an einem Künstlerinnenkollektiv, welches Werbematerialien für die Frauenrechtlerinnen anfertigte. 1903 erschuf sie außerdem die Zeitschrift The Green Sheaf, eine der bis dato wenigen britischen Publikationen unter der Leitung einer Frau. Nicht schlecht. Nach dem Ende der Zeitschrift gründete Pixie den Green Sheaf Buchverleih, mit dem sie Autorinnen unterstützen wollte, die bei männlichen Verlegern, den Schweinen, wie sie es sagen würde, nicht fair behandelt werden würden. Mit ihrem rebellischen Geist schaffte Pixie es, all diese Sachen zu erreichen. Aber was bleibt davon noch übrig? Pixie starb mittellos und ohne große Anerkennung an der Seite ihrer, zwinker, zwinker, guten Freundin Nora Lake. Letztendlich verdiente sie kaum Geld mit dem Erfolg ihrer Tarotbilder, obwohl andere bis heute davon profitieren. Coleman Smiths Leben erinnert an eine ihrer Tarotkarten. Bunt und etwas verwirrend. Pixie, die Okkultistin, die Künstlerin, die Feministin. Man kennt ihren Namen vielleicht nicht, aber bestimmt ihre Kunst. Aus okkulten Kreisen, der Geschichte der Frauenbewegung oder zweitklassigen Horrorfilmen.